Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Und mir wurde, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe, irgendwie eingeblendet, ich sollte mal bei unserem Shuttle-Piloten Cortez vorbeischauen. Dafür habe ich eigentlich keine Zeit, aber natürlich nehmen wir uns die Zeit für unsere Crew. Kein Problem. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Ja, warum die das gemacht haben, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich habe ja nichts dagegen. Ja, jeder soll machen, was er möchte. Aber warum man das unbedingt, vor allem warum man so diese homosexuellen Beziehungen hier einbinden muss, da weiß ich nicht gar so warum, wieso, weshalb. Ich verstehe es halt einfach irgendwie nicht, weil in den anderen war es auch nicht so. Das ist aber auch top aktuell quasi. Das macht man in sehr vielen Spielen sogar. Momentan warum, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, um ein größeres Publikum auch ansprechen zu können. Mir soll es egal sein, ist ja alles schick. Jeder soll tun, was er tun möchte. Das spielt ja für mich, für mein Leben ist das total irrelevant, ob jemand homosexuell ist oder nicht. So, wir landen aber hier auf Sanctum, denn da ist irgendwas im Busch mit Cerberus. Und ich würde sagen, ich nehme doch mal direkt Jarvik mit. Was habe ich denn für ihn? Achso, 2 Stück. Naja, wir nehmen mal sein Standard-Ding mit. Wen nehme ich noch? Komm, ich nehme mal Eli mit. In ihrem schicken weißen Dress. Die wähle ich jetzt auch aus. Die hatte ich nämlich auch noch gar nicht dabei. Dann kann ich die auch gleich mal ein bisschen leveln. Und den eventuell... Kann ich da schon mehr modifizieren? Nein, kann ich nicht. Das modifizieren, da muss ich glaube ich auch noch ein bisschen warten, bis ich da genug Waffen habe. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum kann jemand wie Jarvik eine Handfeuerpistole oder eine schwere Pistole und nur ein Gewehr mitnehmen? Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist eher so einer, da hätte ich eher gedacht, okay, der kann auch eine Schrotflinte mitnehmen oder so, aber okay. Was gibt's denn hier noch? Gewicht? Okay, ein bisschen mehr Gewicht. Weniger Kapazität. Okay, die ist natürlich... Das ist ja eigentlich auch seine Waffe. Ich meine, warum hat er die nicht direkt dabei? Das ist doch eine Proteaner-Waffe, oder? Wenn ich mich nicht total täusche. Er bekommt sie auf jeden Fall. Wir schauen bei Eli nochmal nach. Wir können nur modifizieren. Es gibt noch keine weiteren Waffen. Deswegen machen wir nur hier ein paar Mods rein und hier auch. Es werden auf jeden Fall noch 2, 3 weitere Waffen dazukommen. Also da kann man dann ordentlich aussuchen. Alles klar, das bestätigen wir. Dann haben wir hier, das mache ich eigentlich automatisch. Genauso wie bei Jarvik. Ich finde seine Granate geil. Die Granate ist cool, das muss ich sagen. Aber erstmal gucken, was hier abgeht. Commander, ein Rufsignal von Admiral Hackett. Stellen Sie ihn durch, Lieutenant. Shepard, wir haben ein geheimes Cerberus-Labor entdeckt. Funktion unbekannt. Ein Erkundungsteam musste sich zurückziehen, bevor Ergebnisse vorlagen. Weitere Infos? Wir glauben, sie lagern und studieren in der Anlage Reaper Tech. Wir haben uns gefragt, was Cerberus mit den Reapern zu tun hat. Und dort liegt vielleicht die Antwort. Wir sind dabei.
Finden Sie raus, was Cerberus macht und bringen Sie mir Proben von Reaper Tech, Commander. Hackett Ende. Alles klar, machen wir. Sollte ja nicht allzu schwer sein. Cerberus hat nämlich eh nichts drauf. Okay. Commander, ich habe das erstmal. Und aktualisiere Ihren Navi-Punkt. Machen wir hier so eine. Okay, Navi-Punkt aktualisiert. Moment, da habe ich doch gerade einen Gegner gesehen, oder nicht? Da ist da einer. Egal, ich gehe trotzdem erstmal hier lang. Oh, die Credits nehme ich mit, wenn sie einfach nur hier so rumliegen. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Da oben sind die, kann das sein? Ich muss erst hier, ne? Und dann geht's weiter. Okay, noch sehe ich irgendwie keine Gegner. Okay, Kontakt. Ah, du bist mir ein Früchtchen. So. Oh. Hui. Okay, ich glaube, ich werde mal kurz die Waffe wechseln. Ja, hammer nice. Und benutze aus Versehen dann einfach mal F6 für Schnellladen. So kann man das auch mal machen. Ich wollte doch eigentlich nur die Munitionskraft auswählen. Ja, ja. Kontakt, bla 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 bla. Hier kriegst du erstmal voll die fette Granate in your face. So, du kannst sterben. So, Moment, du kommst her. Du kriegst erstmal... was in your Fressbrett. So, dann machen wir das noch. Oh, ich bin nicht in... Ach, verdammt. Javik, du musst dran. So, dir geben wir mal ein Heady. Da sind ja ganz schön viele von euch. Was macht ihr denn hier? So, Moment, du bist immer noch am Leben. Javik, Granate. So, das sollte eigentlich reichen. Ne? Du kannst auch direkt sterben. Ne, das ist die 3, genau. Ich muss da immer ein bisschen... So. Stirb. Ach, Fall... Moment, du hast eine Granate zu mir geschmissen. Bist du verrückt? Kannst du doch nicht machen? Alter, scheiß die Wand an. Und ich auch noch genau reingesprungen, ey. Aber natürlich extrem clever. Okay, Gegner sind immer noch welche da. Oh, ich würde eigentlich gerne in Deckung bleiben. Alles klar. Jetzt sollten die Gegner eigentlich auch vernichtet sein. Holen wir uns mal hier dieses Reaper-Artefakt. Signatur deutet zweifelsfrei auf Reaper-Technologie hin. Aha. Hab die Probe. Verstanden. Okay, achso, jetzt die Absetzposition, jetzt muss ich da zurück. Ich werde mir erstmal die Munition hier schnappen. Ich weiß gar nicht. Hier sind auch Credits, die nehme ich natürlich auch direkt mit. Also noch kommen hier keine Gegner. Und dafür musste ich jetzt zurückkommen. Ich habe doch da schon einen Vorbeischleichen sehen. Feuer öffnen, da solltest du dich vielleicht anders hinstellen, du Mongo. So, Moment. Den habe ich auf jeden Fall getroffen. Verteidigung online. Ach, die schmeißen immer ihre verkackten Granaten auf mich. Moment, warum sind mir nochmal Credit? Achso, scheiße, stimmt. Ich habe ja neu geladen. Mensch, Mensch, Mensch. So, Moment, meine Granaten sind hier auf 8. Oh, verdammt, die war ein bisschen falsch geworfen. Scheiße. Ich finde das mit den Granaten hier lustig. Naja, irgendwie nicht. So, Moment, ich muss erstmal kurz nachladen. Edi. So. Ballern wir immer die Mütze weg. Moment, der war daneben. Willst du mich gerade verarschen? Deine Mutter war daneben. So, das Ding erstmal zerpflückt. Da ist noch ein Gegner. Ah, ich möchte behaupten, nicht mehr sehr lange. Da ist ein Geschütz, aber ihr müsst... Da ist er doch. Der Kampftechniker. So, Headshot. Und tot. Moment, warum schießt du dahin? Achso, einfach nur... Am Arsch, am Arsch, am... Willst du mich verarschen? Wie kann denn bitte so ein verkackter Mongo direkt neben mir sowas stehen, ohne dass ich das merke? Also man muss ja mal sagen, was machen meine Leute hier? Das Lager geortet, Commander. Navi-Punkt aktualisiert.
Gute Arbeit. Unglaublich. Echt unglaublich. So, Moment. Am Arsch, der war daneben. Ach, der schmeißt. Man, hört mal auf mit euren Mann, geh doch mal weg, ihr Shepard. Alter, du gehst mir auch auf die. Ja, du springst hin, wo du hin willst, aber du sollst da hin, wo ich hin will. So. Granate, dann treffe ich, glaube ich, sowieso mehrere. Aha. Interessant. Der war getroffen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Warum schießt du denn da? Oh, hier sind ja doch zwei, drei Gegner. Hier einfach mal eine Granate schmeißen, das läuft schon. Moment. Ach, sie kann nichts. Dann schmeiß ich mal eben eine Granate so. Eins. Zwei. Und warte mal, die dritte kommt auch noch. Mitte dabei. So. Das Ding kaputt hauen und jetzt einfach mal verbrennen. Edi. Alles klar. Dann machen wir das so. Machen wir das so. Auch kein Problem. Da oben ist noch einer und hier unten ist noch einer. Ich muss mal kurz gucken, wer ist denn da? Ach guck mal, da ist auch so ein Kampftechniker. Nö, 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 mein Freund. Erstmal kurz den, damit er mir vom Leib bleibt. Javik. So muss das sein. So, Moment. Da oben ist auch noch einer. Aber der Start von der Mission, da ist ja schon mal optimal gewesen. So, so, so. Schnauze voll mit euch. Geht weg. Der Start war auf jeden Fall schon mal Optimum. So muss das laufen. Zweimal sterben. Einmal eigene Schuld. Und einmal keine Ahnung, wie das passieren konnte. Oh, oh. Ach, Shepard. Shepard, geh doch mal in Deckung. So. Javik, dass du das jetzt auch schon gemerkt hast. Dann muss es ja Reaper Tech sein. Okay, ich glaube. Zweites Lager gesichert. Sind jetzt unterwegs zurück zu Ihnen. Negativ, Commander. Landeplatz heiß. Musste mich zurückziehen. Mords. Kann ich da nicht durchschießen? Leck mich da am Arsch. Vergessen Sie es, es sind vier. Rendezvous so bald möglich. Ende. Alles klar. Bis Cortez uns abholen kann. Das ist eine Chance, noch mehr von Cerberus zu töten. Fuck. Durchhalten. Das könnte hart werden. So läuft das hier nämlich. Da oben sind auf jeden Fall noch zwei, drei Gegner mehr. Ich wage mich einfach mal kurz hier voran. Hm, da ist einer. Da ist auch einer. Alter, du Arsch, hör auf mit deinen Kackgranaten nach mir zu schmeißen. Das finde ich nicht lustig. Das finde ich auch nicht schön. Und überhaupt, weil mal da hinten sind auch noch welche. Javik, deine Granaten sind gefragt. Und mal eine habe ich auch noch. Die wird wahrscheinlich viel zu weit gehen, aber egal. Moment. Am Arsch, wie mache ich denn den jetzt kaputt? Am besten kriegt er auch eine Granate ab. Das bringt überhaupt nichts. Das ist super klasse irgendwie. Moment. Alter, am Arsch. Nimm. Ich stehe hier gerade voll behindert. Ach, Shepard, jetzt lad doch nicht nach. Verpiss dich doch. Du bist ein Mongo ohne Scheiß, ey. Das ist unglaublich. Los, mach kaputt. Am liebsten wäre mir, du versteckst dich jetzt mal hier kurz. So, so ist gut. Leck mich am Arsch. So. Alter, am Arsch, deine Mutter. Ich hab doch... Mann, ey. So, jetzt aber schieß. So, du kleiner Mongo mit deinem hässlichen Schild. Verpiss dich. Gott, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Kämpfe gegen mehrere Ziele. Könnte ein bisschen riskant werden. Wünschen Sie mir Glück. Lieutenant. So. Keine anderen Rückzugsstrategien, Shepard. Dann suchen wir einen anderen Weg. Weiterkämpfen. Du kämpfst gegen mehrere Gegner. Ich bin ja... Witz, Junge. Was machen wir denn hier? Wir haben zum Glück hier einen Ponyhof, ne? Aber ich weiß, hier oben ist auch noch ein Gegner. Oh, verdammt. So, Problem ist natürlich... Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Alter, hört doch mal auf mit euren Granaten. Wisst ihr eigentlich, wie unfair das ist? Hier ist ja schon wieder was. Warum sind hier wieder Credits? Gib mir... Ach so, ich musste ja nochmal von vorne anfangen. Alles klar. So, ne, Moment, das wollte ich gar nicht machen. Ah doch, ich muss aber, weil ich bin sowieso schon ein bisschen... Ne?
und so. Wir schmeißen einfach da so blind eine Granate rein. Aber dem geben wir mal ein Heady, dann kannst du gerne verbrennen. So. Teamwork wird hier groß geschrieben. Alter, schon wieder eine Granate. So. Explodier du Granate. Weg mit dir. Achso, nachladen muss ich auch. Ja, nee, ist klar. Muss man ja auch, ne? Ist logisch. Moment. Also wo sind die jetzt alle hin jetzt? Kommt doch mal her, lauft nicht weiter weg hier. Das ist doch echt ärgerlich mit euch. So. Alter, mit ihren Scheißgranaten gehen die mir voll auf die Eier. Aber ich... Hälfte da hinten. Warte, warte, warte. Ich lade nach und ich schieße und ich habe dir geholfen. Ich bin dein Freund. So, Moment. Alter, jetzt leck mich am Arsch. Was ist denn hier los? Das war aber auch schon mal einfacher. Okay, die ging irgendwo anders hin. Die interessiert... Moment. Steht da einer neben mir oder hat einer von da hinten die geworfen? Das kann beides sein. Nein, 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 nein. Du willst doch keine Granate werfen. Hör auf damit. Weg. Arschnase. Ah, der schmeißt eine Granate. Okay. La, 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 la. Ja, was mache ich denn die ganze Zeit? Moment, du da hinten. Das. Und ich denke mal, das wird reichen für dich. Ach, shit. Da hat sich ein bisschen zu schnell. Meine Frage ist jetzt, ist das Raumschiff schon da oder noch nicht? Ich glaube noch nicht. Ich muss da noch, glaube ich, ein bisschen aushalten. Okay, warte mal. Ich mach mal so. Ich brauche nur eine andere Munitionskraft. Und zwar würde ich da einfach mal die 4 tippen. Mann, ey. Dann, Alter, mit ihren verkackten Mongo-Granaten gehen die mir voll auf die Eier. Die haben unendlich viele davon und ich habe gar keine... Verdammt, da hinten irgendwo. Das ist ja super. Was machst du denn da hinten? Was jetzt natürlich extrem geil wäre, ich kann hier nicht weg. Du warst auf der dunklen Seite? Aber ich muss das Imperium doch zerschlagen. Okay, irgendwie habe ich auch gerade gar keine Muni mehr. Das ist irgendwie alles ein bisschen, ja. So, stirb. Ich hoffe, der kommt noch gleich zurück. So. Zeig mir mal deine hübsche, hübsche Fratze. Okay, ich muss da gar nichts zeigen. Du machst das schon. Jarvik ist auch wieder am Start. Das Schiff ist aber immer noch nicht da. Verdammt. Verdammt. Weg. Ich muss weg hier. Ich weiß gar nicht, wo ich sicher bin vor denen. Ohne Scheiß. Das ist, hier. Verstehst du? Die sind überall, die Typen. Es gibt kein... Verdammt, ich habe keine Muni mehr. Das ist natürlich, special. Aber ganz, ganz besonders special ist das. Ich habe nur noch die Waffe. So, erstmal ein Zeitlupe schalten. Das Ding kann man ja auch nochmal einfach... Ah, jetzt schon was anderes nutzen können. Egal. So. Auch mal kurz hier Munitionskraft. Ja, wäre schön, wenn du auch mal kommst. Wir haben nämlich hier so ein bisschen ein paar Probleme und so, aber nicht, dass das dein Problem wäre. Ach, guck mal, wolltest du dich etwa anschleichen? So. Also ich möchte ja meinen, das ist nicht unbedingt strategisch so der beste Punkt, um sich zu verstecken. So, dich erstmal töten. So, da kann Edi auf jeden Fall was machen. Da ist er. Ich muss jetzt eigentlich nur durchlaufen. Ja, ja, ich bin im Grunde schon dabei. Ich renne, ich renne. Ui, 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 ui. Alter Falter. Das war jetzt aber auch mal eine knappe Geschichte hier, diese Mission. Commander, unsere aber geschafft. Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht, aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Okay, damit haben wir das Labor von Cerberus auf Sanctum eliminiert.
War ja doch ein hartes Stück Arbeit mit ein bisschen Noobigkeit und Fails und hast überhaupt. Hast du die Twitter-Seite gesehen, als wir auf Landgang waren? Man merkt dort überhaupt nicht, dass Krieg ist. Ist doch schön. So, mal kurz mit Trainer reden. Ah ne, ich kann mit dir nicht reden. Alles klar, dann rede ich mit dir auch nicht. Hier ist auch nichts Neues. Das ist ja ziemlich ärgerlich. Na gut, dann können wir von Sanctum wieder verschwinden. Ich muss hier sowieso... Moment, gibt's hier eigentlich was? Nee, war ich glaube nicht. Das, ah doch, wohl. Wohl gibt's hier etwas. Und zwar ein bisschen Treibstoff. 350 Einheiten, das ist ja schon mal was. 50%, das heißt, hier gibt es noch irgendwas. Wahrscheinlich dann hier. So, Moment. So. Holen wir uns das, was es hier gibt. Weiter, 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 bitte. Da unten ist es doch schon. Was gibt's hier? Credits? Irgendwas Tolles gefunden? Credits erhalten. 10.000 Stück. Um genau zu sein. Das ist doch fantastisch. So, wir fliegen mal wieder zurück nach Skepsis. Hier haben wir auch die 100% erreicht. Nur weiter. Okay. Heißt, wir könnten entweder jetzt in die anderen Systeme nochmal zurück, wo wir gerade schon waren, noch nicht alles gefunden haben. Hier gibt es ja auch noch was. Ich will nämlich überall 100 haben. Hier habe ich gerade mal 11%. Hier habe ich 100. Hier habe ich nur 57. Das heißt, hier fehlt auch noch überall was. Hier ist der Apienkranz. Wir müssen aber auf jeden Fall auch nochmal zurück zur Citadel. Da gibt es noch einen weiteren DLC. Beziehungsweise zwei. Die mache ich aber erst ein bisschen später. Jetzt finde ich die noch, ja, ein bisschen blöd. Ich möchte die machen, wenn man schon ein bisschen mehr im Spiel drin ist. Das finde ich irgendwie sinnvoller. Treffen mit den Diplomaten mache ich zum Schluss. Auf jeden Fall geht's jetzt, weil wir sind hier, ne? Es geht ins nächste System. Da können wir noch sozusagen ein wenig brandschatzen. Ich glaube, hier werde ich mal eins... Obwohl, eigentlich ist es der Wurscht. Hier ist noch was. Na, das ist ein bisschen Treibstoff. So, 50%, das heißt, hier gibt es noch irgendwo, und zwar genau hier, etwas anderes zu finden. Auf Sadaban. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Da ist es auch schon sehr schön. Meine Gebete wurden doch erhört. Wieder 10.000 Credits. Oh, wir werden noch eine Rich Bitch hier. Checha. Was gibt's hier? Gibt's nur noch Urla Rast. Wir fliegen da jetzt auch demnächst, oder was heißt demnächst, direkt hin. Wir haben fast keinen Treibstoff mehr. Anscheinend brauchen wir den auch nicht. Ich glaube, wir kommen sowieso wieder zurück. Von daher macht das nichts. Signal bestätigt. Okay, hier gibt's noch was. Verdammt, die Reaper kommen wahrscheinlich jetzt. Dann will ich vorher auf jeden Fall schnell den Planeten scannen und dann nochmal ein bisschen rumfliegen, ob ich da noch Treibstoff finde. Wäre schon ganz schnieke. Ein Proteaner-Obelisk. Den können wir... Das ist bestimmt für irgendeine Quest ganz gut. Okay, hier gibt's immer noch mehr. Ich weiß jetzt auch nicht, von wo die... Ach, da ist auch noch ein Reaper. Hallo, Reaper. Hallo, Reaper. Hallo, Reaper. Ich bin weg. ULG-Sprung erfolgreich. Okay, ich weiß, hier gibt's auf jeden Fall noch was. Mein Sprit, mein Treibstoff neigt sich dem Ende zu. Und genau, mit 5 haben wir es geschafft zu entkommen. Ich bin begeistert. Alles klar. Und um die Reaper zu ärgern, werde ich jetzt einfach nochmal hier scannen. Dann kommen sie nämlich schon und ich bin weg. Haha, verarscht. Wir fliegen jetzt, Moment, was ist hier? Ach, da bin ich auch 100% durch. Wir fliegen erstmal zur Citadel zurück. So, alles klar. Und hier angekommen bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns natürlich auch in der nächsten Folge von Mass Effect 3. Und bis dann, haut rein, Leute.